Nobody knew that healthcare could be so complicated. Es macht keinen Sinn, dass wir an allen Ecken und Enden unser Gesundheitssystem kaputt sparen. Ärzte sind keine Kaufleute. Ja, das ist ein politisches Versagen, das muss man ehrlich zugeben. Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit und Machtpolitik, Ausgabe 29. Wie immer mit dem super Arbeitstier Pascal Noderik. Moin moin. Moin moin. Und mit mir, dem Jongleur, gerade zwischen, was weiß ich, Arbeit, Familie und bis vorgestern zumindest auch als Aushilfshühnerwirt. Dazu aber gleich mehr. Unsere Aufnahme findet statt am Sonntagvormittag, 29. Juli 2018, also damit nach dem großen Mondfinsternisereignis und dem CSD hier in Berlin. Das mit Strom. Du, ich habe da Stunden mich vorbereitet, habe meine ganze Verwandtschaft Kürre gemacht. Ich meine, ich habe was gesehen, alles bewölkt, ich habe nichts. Oh. Ja, es gab ein bisschen, also ich habe es gesehen. Ja, ich weiß, viele haben es gesehen, viele haben es genossen. Ich habe auf dem Dach, ich habe mich extra aufs Dach, also hochgeschlängelt und semi-legalerweise mich aufs Dach gesetzt. Und das, was ich später gesehen habe, habe ich den Mars habe ich gesehen, ja. Aber der Mond war so verdeckt, dass es irgendwie nicht so machen war. Also ziemlich frustrierend. Was auch ein Grund für später, komme ich ja hin, ja. Dark Sky Discovery, ich gehe zu einem Lichtverschmutzungsschutzgebiet oder wie auch immer man bezeichnen möchte. Also einem Gebiet, wo extra darauf geachtet wird, dass nicht so viel Licht ist zu meinem Urlaub. Aber es ist wahrscheinlich auch, mal gucken, ob wir eine volle Episode machen. Wahrscheinlich würde ich mich dafür aussprechen, das nicht zu tun, weil bei den Temperaturen, die jetzt schon Richtung 30 Grad tendieren, finde ich es nicht so eine besonders tolle Idee, wenigstens in meinem Fall, mich so ins Dachgeschoss zu begeben. Einen Raum zu suchen, wo ich alle Türen und Fenster zumachen muss, dann noch ganz viele Strompresse anschalte und dann auch noch ein flauschiges Headset aufsetze. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss sagen, wir können heute eine Kurzepisode machen. Genau. Wobei es bei mir abgekühlt hat seit gestern zum ersten Mal seit drei Wochen. Der Sturm hat ein bisschen geholfen, aber hier hat es jetzt ja nicht gestürmt und Heidelberg ist ja auch eher so eine Saugglocke, unter der sich heiße Luft sammelt, aber gestern Abend hat es sich ein bisschen abgekühlt und noch hält es. Das heißt, du musst heute, bist für den Inhalt verantwortlich. Ich bin hier nur fürs Transpirieren und Aufzeichnen. Ich dachte, die Technik. In der Transpiration. Ne? Ja, genau. Gut, was war denn bei dir los? Wir sind ja schon dann drei Wochen. Ich habe tatsächlich eigentlich immer nur gearbeitet und habe sonst nicht viel gemacht. Ich hatte zwei sehr stressige Wochen, also vorletzte und jetzt diese gerade Ende Woche war sehr, sehr anstrengend. Ich habe sehr, sehr viel gearbeitet. Davor hatte ich eine Nachtdienstwoche, das war eigentlich ganz okay. War okay, ja. Ja, aber ich habe einfach, weiß ich nicht, wie viele Stunden in diesen drei Wochen gearbeitet, aber auf jeden Fall deutlich zu viel und habe auch jetzt dieses Wochenende konnte ich mal so richtig ausschlafen, habe das auch getan und bin jetzt immer noch, es hängt mir noch so ein bisschen nach. Mhm. Aber ansonsten geht es mir gut. Ich hatte noch was ganz Lustiges und zwar war ich ja lange bei der Bundesvertretung der Medizinstudierenden aktiv, in verschiedenen Positionen und Verantwortlichkeiten und dann wurde ich relativ kurzfristig, ich glaube also 4 Wochen vor Termin oder so gefragt, ob ich denen ein Training geben könnte. Es gibt immer so internationale Delegationen zu treffen zum Beispiel und ja, da habe ich tatsächlich das Wochenende habe ich ja frei, da könnte ich ja tatsächlich hinfahren. Und dann habe ich mit einer guten Freundin da dieses Training gegeben. Das war ganz lustig, dass wir nochmal so wieder so ein bisschen Luft da reinschnuppern. Das kannten mich tatsächlich auch noch so 2, 3 Leute, von denen, die da jetzt aktiv sind. Aber ich habe schon auch festgestellt, ich war ja aktiv bis 2015. Das ist jetzt ja auch schon wieder sehr lange her. Ja. Insbesondere im studentischen Setting. Naja, okay, im studentischen Setting, weißt du. Ja, genau, ich meine, wenn du jährliche Wahlperioden hast, die meisten Leute sind 2 Jahre dabei, dann sind sie wieder raus. So, rotiert man schon gut durch. Mhm. Und bei dir so? Ja, ich war ja, wie gesagt, als Hühnerwirt beschäftigt, als kleinen Bauer. Ja, musste ganz viele Sachen über Hühnerpflege lernen. Ich habe auch Grünleger gehabt. Ich weiß nicht, ob du weißt, Grünleger sind Hühner, die grüne Eier legen. Ja. Geil. Und musste, ja, so ein pastellfarbenes, ganz leichtes Grün. Sehr, sehr hübsch. Geht gerade in Silicon Valley einen Hype um diese blöden Hühner rum. Muss ich erstmal jetzt googeln hier. Die Grünleger, die grüne Eier, okay, gut. Wie auch immer, auf jeden Fall durfte ich mich dann auch mit ganz vielen Eiermythen und Bauernregeln auseinandersetzen, mit denen ich da konfrontiert wurde, als ich die Übergabe bekomme. Also ich habe das gemacht, also Freunde waren im Urlaub und hatten gefragt, ob jemand oder in dem Fall dann ich in der Zeit auf die Viecher aufpassen kann. Und mir kam das ganz gelegen, weil ich zwar viel Arbeit hatte, aber eigentlich ortsunabhängig. Also ich konnte das überall erledigen und da habe ich mich einfach unter einen Pflaumenbaum gesetzt. Aber es gibt ja der Deutsche und das Ei.
Ja, das ist ja der Hammer, ja. Also wie ich das Ei lagern soll, ja. Also man soll das nämlich nicht, wie es in der Packung ist, mit dem dicken Ende nach unten lagern, sondern das andersrum machen, weil die Luftblase in dem Ei nicht so nah am Dotter, frag mich. Das Ding, Problem ist, ich hatte gedacht, ich recherchiere das alles und schaue mal, ob es da Studien dazu gibt oder ob das tatsächlich reine Mythen sind, ne? Aber wie gesagt, dann soll auch das Ei nicht frisch essen. Also ich hätte ja die Chance gehabt, quasi aus dem Geburtstrakt, ja, frisch ins Nest, in die Pfanne. Aber das soll man nicht machen, man soll es mindestens 3 Tage ruhen lassen. Weil, frag mich, es sollen sich irgendwelche Eiweißverbindungen, haben noch keine Tertiärstrukturen gebildet. Es gibt auch noch irgendwelche Fettsäuren, die sich noch nicht gebildet haben. Insofern, das Ei schmeckt erst nach 3 Tagen. Dann diese Anpieks-Diskussion, die ich da mit meinen Eltern starten musste. Die Diskussion zwischen Pellern und Köpfern. Bist du ein Köpfer oder bist du ein Peller? Also, sagen wir so, ich war sehr lange Jahre meines Lebens immer ein Peller. Und dann irgendwann bin ich irgendwann im Studium, ich weiß nicht mehr wann, dazu übergegangen zu köpfen. Ja, das ist, also auch das trennt ja Beziehungen, ja, genauso wie, wenn wir schon bei solchen Themen sind, hatte ich letztens auch, wie war der Terminus technicus dazu? Klopapier. Hast du das wandläufig oder raumläufig aufgehängt? Also diese beiden Begriffe waren mir auch noch nicht bekannt. Deswegen, ja. Ich habe es erst gelesen. Ich sage, ja, weil man weiß sofort, worum es geht. Ja, natürlich. Okay, aber vielleicht kommen wir ein Stück zurück. Ja, sorry. Es gibt aber noch eine Sache, die ich dann tatsächlich verlinken werde, nämlich die ganze, auch da, der Deutsch und das Ei, das Thema Cholesterin, Schlaganfall und Eier. Also ob das denn jetzt gut oder schlecht ist. Und ich habe da tatsächlich mal eine Meta-Analyse of Egg Consumption and Risk of Coronary Heart Disease and Stroke gefunden. Und tatsächlich ein Ei pro Tag kann sogar das Schlaganfallrisiko reduzieren. Ich gehe da nicht tiefer drauf ein, das wäre dann irgendwas für dich, für den Medizinbox. Wie auch immer, bei mir steht zum Glück auch jetzt ein richtiger Urlaub an, nach dieser Hühnerpflege-Bauernauftrag. Bei mir geht es nach Schottland und weg von der Lichtverschmutzung und mal einen schönen Sternenhimmel sehen und nicht so hier alles verdeckt und verlichtverschmutzt. Genau. Und natürlich ein paar Tage Fringe nehme ich auch noch mit. Da sind wir in Edinburgh. Genau. So, wir haben ja gesagt, wir machen diese Woche keine News. Wir machen jetzt quasi so 2 Sommerepisoden und die auch thematisch zusammenpassen und haben uns gedacht, dann kommt einfach kommt die Sommerblase danach dann. Super. Aber ich habe noch eine Sache, die möchte ich noch einmachen. Und zwar, wir trauern heute um Women in White, den Testballon-Filmszenen. Es ist, ich habe es dir noch gar nicht mitgeteilt, aber ich werde diese Filmszenen beenden. Da draußen gibt es so schöne Filmszenen, ja, mit Gesundheitsbezug. Aber irgendwie scheinen wir nicht die Hörer zu haben, die, was weiß ich, Schwarzwaldklinik oder Scrubs oder Emergency Room oder Grey's Anatomy oder sonst irgendwas konsumieren. Oder unsere höhere Generation ist vielleicht auch einfach zu jung, um den Ausschnitt, den ich gewählt hatte, nämlich die Nurse Ratched aus einer Flug des Kuckucksnests zu erkennen. Wie dem auch sei, zumindest ich trauere um Women in White und damit ist diese Sektion wahrscheinlich ein Aufatmen bei unseren Hörern zu Ende. Oh. Ja, musste sein. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der darüber trauert, aber sei es drum. Genau, genug der Hausmeisterei. Wir haben ein spannendes Thema aufgegriffen, was tatsächlich, und das ist ja auch die andere positive Variante, es gab zwar kein Feedback zu meiner Women in White Sektion, aber es gab viel Rückmeldung zu dem Themenvoting. Und eins von den Themen, die wir da zurückbekommen hatten, werden wir auch heute gleich auch liefern. Wir möchten über Organspende sprechen. Diese und nächste Episode. Weil das ein Thema ist, das uns häufig angetragen wurde, dass darüber berichtenswert sei und wir uns auch dachten, ja, da muss man mal was zu machen. Ist ja auch wichtig. Und dann haben wir uns gedacht, oder ich mir gedacht, dass das natürlich auch ein super, es gab ja diesen Organspendeskandal, wie man ihn so gerne nennt, ja, in den Jahren irgendwie 2012 ist das ja publik geworden. Und dann habe ich mir gedacht, dann kann man daraus auch einen Medizinmucks machen, weil das ist ja wirklich ein Mucks im wahrsten Sinne und das ist eigentlich noch ein bisschen untertrieben. Aber das ist das, was ich mal hier berichten möchte, so einmal kurz zusammengegriffen. Ich kann das natürlich nie so ausführlich machen, wie das diverse Zeitungen über die letzten 6 Jahre jetzt mittlerweile konnten. Naja gut, das sind 5,5 oder so, bis ja, es bekannt wurde. Und dann haben wir 2 Interviews. Also 1 in dieser Episode, 1 in der nächsten Episode, die jeweils unterschiedliche Aspekte zur Organspende beleuchten. Und zwar dieses Mal wird es so ein bisschen organisatorischer gehen
also die organisatorischen Abläufe und beim nächsten Mal dann so ein bisschen dazu, was in Deutschland denn auch anders oder besser laufen könnte. Das heißt, diese Episode ist mehr so die, was ist das überhaupt und wie funktioniert das und die darauf folgen dann ein bisschen das überraschend. Da das klingt so organisatorisch, klingt so, so trocken, aber es ist ja hochspannend, genau, wie der Ablauf ist. Ne? Genau, genau. Weil das auch, glaube ich, also selbst Medizinstudien ist das nicht zwangsläufig klar. Ich habe da auch von der Interviewpartnerin, die ich persönlich kenne, extrem viel gelernt, weil mir das vorher auch gar nicht so klar war, wie was da eben genau im Einzelnen abläuft und was wo gemacht werden muss, damit Organe sicher transplantiert werden können. Und das greifen wir komplett auf. Und vorher reden wir aber einmal über den Organspendeskandal. Also Organspendeskandal ist, glaube ich, jedem ein Begriff, würde ich sagen. Ne? Aber wüsstest du jetzt ad hoc, Philipp, was da war? Das ist jetzt fies, weil wir das in dem Gespräch, sagen wir so, vor unserem Gespräch wäre es mir nicht so klar gewesen. Okay, gut. Also Organspendeskandal, da ging es vor allem um Lebertransplantation. Das muss man auch nochmal sagen, weil man könnte ja vermuten, dass es da um irgendwie alles ging. Aber letztendlich hat sich das Ganze... Es gab sind dann auch viele andere Sachen aufgefallen, aber letztlich hat sich das Ganze an der Lebertransplantation, also der Leber ist ein Organ, das liegt im rechten Oberbauch, kann man so mal unter seiner Rippe, wenn die schon da drunter hervorragt, hat man vielleicht ein bisschen zu viel Alkohol konsumiert, aber über so lange Zeit. Da unten, über lange Zeit, genau. Aber normalerweise befindet die sich im rechten Oberbauch und liegt eigentlich gut unter den Rippen, also den untersten rechten Rippen drunter. So, die kann man. Und die ist relativ wichtig, weil die alles mögliche verstoffwechselt im Körper. Also alles mögliche, was wir aufnehmen. Nahrung wird dann sozusagen vom Darm aufgenommen. Und das geht ja dann ins Blut und dann läuft das an der Leber vorbei. Und die Leber setzt da relativ viel um. Und was die auch macht, giftige Stoffe zum Beispiel entgiften. Also alles, was für den Körper toxisch sein könnte oder vieles davon, wird in der Leber einmal umgewandelt in nicht mehr giftige Produkte. So ganz vereinfacht ausgedrückt. Und bei dem Organspenderskandal ging es initial um Lebertransplantation der Jahre 2010 und 2011. Und eine Leber, das haben wir, glaube ich, greifen es auch im Interview auf, aber ich erwähne es nochmal, also werden zum Beispiel benötigt, wenn jemand eine infektiologische Erkrankung hat und dadurch einen Ausfall der Leberfunktion, eine erbliche Erkrankung mit Ausfall der Leberfunktion, die sich meinetwegen, also häufiger auch mal später manifestiert, ganz häufig, und das ist einer der Hauptgründe, durch ausgeprägten Alkoholkonsum und muss dann allerdings auch eine gewisse Zeit lang kein Alkohol mehr konsumiert haben, um überhaupt transplantationswürdig zu sein. Ja. Aber das kann ja eben auch vorkommen und man kann, und auch Medikamente können Leberschädigungen verursachen, ja, die dann zum Beispiel zu einer Transplantationspflicht führen, weil man kann relativ viel mit der Medizin, was wir noch nicht können, ist irgendwie die Leber ersetzen. Also Nieren kann man ja durch Dialyse zum Beispiel ersetzen. Bei Lebern wird das schwierig. Das ist meistens so das K.O.-Kriterium. Und es gibt ein, man muss ja sich überlegen, okay, welcher von den ganzen Menschen, die möglicherweise einer Leber bedürfen, sind jetzt am kritischsten. Man kann natürlich sagen, okay, man würfelt einfach und jeder, der irgendwie passt, kriegt diese Leber. Ja, das wäre eine Möglichkeit. So eine, zumindest wenn es mehr sozusagen Warteleute gibt, also Leute, die auf ein Spenderorgan warten als Spenderorgane, da muss man ja irgendwo nach selektieren. Mhm. Und eine Möglichkeit wäre zu sagen, okay, wir machen es irgendwie zufällig, das ist, finden die meisten Leute relativ unfair, deswegen macht man sowas auch nicht. Man kann natürlich sagen, man gibt es nach Dringlichkeit, ne? Also wer würde sonst am ehesten sterben, wenn er keine bekäme? Und man kann rein theoretisch auch zum Beispiel von der am besten bestehenden Überlebenschance ausgehen. Da gibt es ja unterschiedliche Ethik-Herangehensweisen oder ethische Herangehensweisen. Leberspenden werden aber nach dem sogenannten MELD-Score beurteilt. MELD steht für Model for End-Stage Liver Disease, also da geht es um die Schwere der Lebererkrankung. Und dieser Score wurde irgendwann von Ärzten aus der Mayo-Klinik in den USA entwickelt und dann ab 2003 von Eurotransplant übernommen. Transplant erkennen wir gleich noch im Interview. Und da reinfließen drei Werte: Bilirubin, Kreatinin und Blutgerinnung. Ja, letztere anhand gemessen des INR, sodass steigende Zahlen bei allem schlecht sind. Bilirubin ist ein Abprodukt von Blut primär. Also rote Blutkörperchen enthalten so einen Blutfarbstoff, das ist Hämoglobin, das hat man sicherlich schon mal gehört.
Und das wird abgebaut unter anderem zu Bilirubin. Und wenn die Leber das nicht mehr so gut kann, also kaputt ist, dann steigt das Bilirubin. Das Kreatinin ist ein reiner reiner Nierenparameter eigentlich. Also wenn zu viel Kreatinin ist, dann scheidet die Niere nicht mehr adäquat Kreatinin aus. Aber auch die Niere, also die Nierenfunktion, widerspiegelt ganz stark, ob Menschen an ihrer Lebererkrankung sterben oder nicht, weil wenn die auch noch ausfällt, wird es kritisch. Mhm. Und Blutgerinnung. Es gibt bestimmte Gerinnungsfaktoren im Blut, die durch die Leber gebildet werden im Körper. Und wenn die Leber defekt ist, dann steigt die Blutgerinnung an. Also die Blutgerinnungszeit, die Zeit, bis es gerinnt, weil zu wenig Gerinnungsfaktoren da sind. Und auch das kann man messen. So, und wenn in der letzten Woche vor der Meldung zum Beispiel eine Dialyse durchgeführt wurde, oder genau genommen zwei Dialysen, man braucht meistens mehr als eine pro Woche, um überlebensfähig zu sein, dann wird der Kreatininwert automatisch auf 4,0 gesetzt. Der Score wird dann irgendwie auf Zahlen gerundet und liegt irgendwo zwischen 6 und 40 Punkten. Und um so ein bisschen die Dramatik dahinter zu erläutern, gebe ich einmal ganz kurz an. Ich habe das heute mal gerechnet mit so einem Score-Rechner. Und wenn man jetzt so einen klassisch mittelkranken Patienten hat, dann komme ich da auf 21 Punkte. Ja. Und wenn ich, sobald ich den dann von seiner Nierenfunktion irgendwie verschlechtere, indem ich ihn auf Dialyse setze, also auf 4,0 Punkte setze, ja, dann erreicht er direkt 31 von 40. Ja. Also ein deutlicher Anstieg allein dadurch, dass er dialysepflichtig geworden ist, formal. So, warum ist dieser Mini-Fakt wichtig? Weil das eines der Hauptprobleme im Organspendeskandal war. Also in der letztendlichen Überprüfung sind in 4 Transplantationszentren von den 24 schwerwiegende Verstöße festgestellt worden. In Göttingen, in Leipzig, in München rechts der Isar und in Münster. Göttingen war sozusagen der Anstoß der Steins und auch die schwerwiegendsten Verstöße. Ja, während in Leipzig, München und Münster auch schwerwiegende Verstöße gegenüber dem Regelwerk festgestellt wurden, allerdings sind deutlich zahlenmäßig geringer, also eher so, dass es tendenziell eher die Ausnahme war, während es in Göttingen durchaus die Regel war. Hm. Was zwischendurch auch mal diskutiert wurde, ob zum Beispiel Privatversicherte bevorteilt wurden, das konnte sich letztlich irgendwie, dieser Verdacht hat sich nie erhärtet. Hm. Ja. Es geht um einen Professor für Transplantationschirurgie in Göttingen. Ich glaube, Eimann O. ist der offiziell bekannte Name aus den ganzen Gerichtsverfahren. Und was wir gesichert wissen, ist, dass er mindestens 10 Patienten auf dem Papier, also sozusagen in den Akten, nach Aktenlage, zu Dialysepatienten erklärt hat, obwohl sie nicht dialysepflichtig waren und dadurch eben einen besonders hohen Mail-Score verschafft hat. Wie ich gerade erklärt habe, ne, oder probiert habe zu zeigen, wir verlinken auch diesen Rechner, kann jeder mal selbst rumspielen. Die rutschen dann zum Beispiel 10 Punkte höher und landen damit auf der Warteliste natürlich viel weiter oben. Ne? Und meistens um die entscheidenden Plätze und bekam binnen weniger Tage oder einem Tag dann eine Spendeleber zugeteilt. Ja. Was jetzt fast ein bisschen tragikomisch ist, wenn der Kreatininwert ansteigt, steigt eigentlich auch immer der Harnstoffwert, den misst man klassischerweise auch immer mit, weil beide eine gute Aussagekraft darüber haben, wie die Nierenfunktion ist. Und der gute Mann hat bei dieser Anwertung, bei der Anhebung der Kreatininwerte, den Harnstoffwert nicht mit angehoben. Also ja. Wenn er angegeben hat, dieser Mann hat irgendwie schlechtere Werte, ja, dann war im Labor gleichzeitig zu sehen, dass das Harnstoff immer noch irgendwie okay war. Ja. Und deswegen konnte man retrospektiv sehen, wo manipuliert wurde. Mhm. Ja. Es gibt natürlich einzelne seltene Fälle, wo das unabhängig davon ansteigt, das gibt es auch, klar. Ja. Also mit einem hohen Kreatinin und einem normalen Harnstoff gibt es auch, klar, warum auch nicht, gibt in der Medizin ja alles. Ja. Mhm. Aber das waren immer Werte, die plötzlich rasant angestiegen sind, und dass der Harnstoff nicht eingestiegen ist, das ist ja unwahrscheinlich. Ja. Die Eurotransplant hat dann irgendwie im Verlauf darauf reagiert und gesagt, künftig muss jeder Internist, der einem Patienten eine Dialysepflicht bescheinigt, bei der Meldung seinen eigenen Namen angeben. Ja. Mhm. Und da will jetzt ja natürlich niemand mehr auftauchen. Ja. Vorher war das unmöglich, weil man da auch nicht vermutet hat, dass da jemand manipuliert. Ja. Ja. Genauso hat er auch Menschen, die alkoholinduziertes Leberversagen hatten, und weiter und nicht sozusagen abstinent waren, Lebern zugeteilt, ja, indem er angegeben hat, dass sie nicht mehr trinken würden. Davon weiß man von 11 Patienten, denen das in Göttingen passiert ist. Ja. Dem guten Mann wurden auch sozusagen niedere Motive unterstellt, finanzieller Art. Das ist so ganz klassisch. Also man muss mindestens 20 Lebern
transplantieren pro Jahr, sonst darf man das nicht, damit man eben gewisse Mindeststandards erfüllt und gewisse Routine hat. Ja, mhm. Macht auch Sinn soweit. Und für jede 21. bis 60. Leber pro Jahr hat er einen finanziellen Bonus bekommen. Als eben zuständiger Transplantationsarzt dort. Und 3 Jahre lang hat er genau 59 oder 60 Lebern transplantiert. Mhm. Ja, weil es darüber hinaus ja auch keinen Bonus mehr gab. Das kann natürlich Zufall gewesen sein, wirkt aber ja doch eher sehr auffällig. Mhm. Der ist, gute Mann, ist freigesprochen worden. In 2 Instanzen. Also in einer Instanz freigesprochen, in der zweiten bestätigt. Ja. Weil es natürlich sehr schwer ist, je nachdem, was man ihm für einen Vorwurf macht, den zu beweisen. Ne? Also ihm zu beweisen, dass er, das ist sicherlich falsch, was er getan hat, aber zu beweisen, dass dadurch andere Menschen geschädigt wurden, das ist sehr schwierig. Ja, weil so etwas muss ja mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststehen und das ist nahezu nicht machbar. So, was wir noch wissen, klar, danach sind die Spenderzahlen rapide abgestürzt. Ja, ja. Hm. Sie waren auch vorher schon niedrig, muss man sagen. Und sie waren auch davor schon im Sinkflug. Ja. Also, oder Sinkflug ist jetzt vielleicht ein bisschen nochmal abgestürzt. Aber auf jeden Fall gab es initial darauf erstmal einen Absturz der Spenderzahlen. Und während die Organspendebereitschaft eigentlich in den Jahren danach sich anders entwickelt hat, aber auch das werden wir sicherlich nochmal, also werden wir gleich im Interview und dann auch im zweiten Interview noch diskutieren. Also da gehen wir jetzt nicht so weit drauf ein. Was dann politisch passiert ist, da gab es natürlich Handlungsdruck ohne Ende. Die Bundesärztekammer hat alles sehr sauber aufgearbeitet. Das Bundesministerium hat da überlegt, was sie machen kann, das Bundesministerium für Gesundheit. Und da gibt es das Transplantationsgesetz von 2013. Das hat unter anderem festgelegt, dass Manipulationen härter bestraft werden können. Das ist natürlich immer so ein Ding, weil bis dahin war ja gar nicht bekannt, dass manipuliert wurde. Also ja. Also die Änderung von 2013. Transplantationsgesetz gab es auch vorher schon. Ja. Nee. Und haben auch gesagt, okay, wir richten jetzt ein Register ein und es gibt einen Genehmigungsvorbehalt des Bundesministeriums für Gesundheit für die Regelung, die Bundesärztekammer lässt, weil da ist tatsächlich die Bundesärztekammer zuständig. Auch das kann man durchaus kritisieren, ist aber in dem Fall so und ist so geblieben. Da will ich mich jetzt nicht auf die politische Diskussion einlassen. Aber so, ja. Ja. Mach nur was. Nee, soweit der Skandal, das genau. Wollte ich nur sagen. Für mich ist auch das Hauptproblem inzwischen, glaube ich, fast eher das Wording als das Wording des Organspendeskandals. Also bei mir war es schon immer bewusst, dass es eigentlich um eine Manipulation der Wartelisten von einer begrenzten Anzahl von Personen ging. Aber geblieben von der ganzen Aufarbeitung ist ja bei, also ich sag mal, auch in meinem näheren Umkreis, aber ich denke mal sozusagen, wenn man sowas möchte, in der Bevölkerung ist, es gibt einen Organspende-Skandal. Und jeder legt so ein bisschen unbewusst rein, was auch immer er damit reinlegen möchte, aber vielleicht auch so einfach ein allgemeines Unwohlsein zu der Thematik. Und wenn man aber, also sowohl aus dem Gespräch mit unserem Gast gleich, also aber auch in deiner Zusammenfassung, es ist ja eigentlich nichts. Für die Menge an Transplantationen, die deutschlandweit durchgeführt werden, ist das eigentlich ein Witz. Also vielleicht ist Witz vielleicht zu wenig, ja. Aber es ist jetzt jahrelang nachhängender Organspendeskandal in die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland eingegangener Begriff, finde ich das übertrieben. Naja, also ich glaube, es hat schon die Fachwelt ziemlich erschüttert, weil Transplantation, also Chirurgen generell halten sich für relativ cool und geil. Und Transplantationschirurgen insbesondere, und ich glaube, viele von denen machen auch eine exzellente Arbeit. Und die haben sich nicht träumen lassen, dass irgendjemand das System so manipuliert und ausnutzt. Also das ist sicher, dass es irgendwo mal Dokumentationsfehler gibt und dadurch Patient okay. Manipulation ist ja nach oben rutscht, ist sicherlich auch passiert, ja. Aber dass jemand so im Stil manipuliert und sagt so, ich kriege hier Geld für etc. etc., das ist, glaube ich, schon, kann man schon als Skandal. Ich weiß noch nicht, ob Organspendeskandal so das Richtige. Also, das also in den ETS wusste man ja auch gar nicht, um welche Organe es alles geht. Also war vielleicht auch okay, aber ja. Nee, aber das Problem ist sozusagen der Umfang. Also mit dem Begriff denkt man so ein bisschen an einen Umfang, der das gesamte System durchzogen hat, ja. Und das ist nicht gerechtfertigt, meines Erachtens. Also es ist ja so, als ob es ein systemisches Problem gewesen wäre. Und das ist es ja eben nicht. Also es ist natürlich erschreckend, dass es solche Fälle gibt und dass diese Manipulationsmöglichkeiten dann auch ausgenutzt wurden. Aber es ist halt kein systemisches
Problem gewesen. So habe ich das jetzt zumindest. Genau, das würde ich auch so sehen. Also das ist sicherlich ein bisschen too much, ne, in der Darstellung. Ja. Gut. Aber das systemische Problem werden wir auch noch aufgreifen. Genau. Jetzt erstmal willst du unseren Interviewgast vorstellen. Ja. Also wir interviewen eine Freundin von mir, die ich aus dem Studium kenne und die als Organisatorin bei der Deutschen Stiftung Organspende arbeitet. Also Organisatorin klingt jetzt so. Ich weiß gar nicht genau, wie die offizielle Bezeichnung ist. Auf jeden Fall ist es auch eine Medizinstudentin, die gerade im praktischen Jahr ist und neben ihrem Studium bei der Deutschen Stiftung Organspende arbeitet und da sozusagen an der Organisation von Organspenden mithilft. Also es geht nicht darum, dass sie irgendwie einen Tod bescheinigt oder dergleichen, sondern es geht darum, wie funktioniert die Koordination von Spender zu Empfänger. Mhm. Und da wir uns gedacht haben, dass es möglicherweise nicht jedem bekannt ist, wie das denn abläuft, haben wir sie einfach mal gefragt. Genau. Ab zum Gespräch. So, let's talk about Organspenden. Uns interessiert jetzt hier in diesem Interview noch nicht so ganz, ob das Ganze gut oder schlecht ist und was dahinter steckt und wie das denn zu bewerten ist. Das möchten wir nochmal wann anders aufgreifen, sondern viel profaner, wir möchten irgendwie ganz gerne ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und einmal erklären, wie denn Organspenden überhaupt funktionieren, weil wir glauben, es ist nicht so ganz jedem klar, wie die Abläufe sind. Und dazu haben wir uns jemanden eingeladen, haben wir ja schon eben gesagt. Und wir schießen jetzt direkt los mit unserer ersten Frage. Es gibt ja eine Reihe von Organen oder Dingen, sagen wir mal so, die man spenden kann. Wir fokussieren uns jetzt hier heute auf solide Organe, also alles, was man so sich so klassisch unter einer Organspende vorstellt und eben auch ganz wichtig auf die postmortale Spende, also nach dem Tod eines Menschen. Wann kommt man denn als Spender in Frage? Okay, also grundsätzlich beantworte ich die Frage gerne. Mir ist jetzt bei der Formulierung noch was aufgefallen, weil Stichwort solide Organe und alles, was man sich so darunter vorstellt, grenzt das Ganze nicht so richtig ein. Also man mag es kaum glauben, aber wir kriegen häufig einfach auch Anfragen direkt aus der Klinik, auch von ärztlichen Kollegen, denen irgendwie die Unterscheidung zwischen Organspende und Gewebespende nicht so richtig klar ist und auch die Voraussetzungen, was muss erfüllt sein, damit eine Organspende stattfinden kann, denen das nicht so klar ist. Deswegen nehme ich darauf einfach gerne Bezug. Also zur postmortalen Organspende in Deutschland kommt es dann, wenn ein sogenannter irreversibler Hirnfunktionsausfall von Großhirn, Hirnstamm und Kleinhirn eingetreten ist, der auch nach der Richtlinie der Bundesärztekammer und der neuesten Fassung davon diagnostiziert ist von den qualifizierten Ärzten, die das durchführen dürfen und ein Einverständnis zur Organspende vorliegt, entweder von den Angehörigen oder von dem Spender oder der Spenderin selber. Warum darf ich das sagen? Weil man in Deutschland eine erweiterte Zustimmungsregelung hat. Das bedeutet, dass jeder zu Lebzeiten gebeten wird, sich zu entscheiden, möchte ich Organspender sein, ja oder nein, und diese Entscheidung schriftlich festzuhalten. Dafür gibt es Organspendeausweise, da kann man das auch dokumentieren. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das in der Patientenverfügung festzuhalten oder selbst wenn es nicht schriftlich festgehalten wurde, mit den Angehörigen zu besprechen, sodass, wenn dann jemand mit einer schweren Hirnverletzung im Krankenhaus aufgenommen wird und irgendwie man schon merkt, okay, wir haben jetzt hier alles getan, was wir für ihn tun können und es sieht so aus, als ob das hier ein irreversibler Hirnfunktionsausfall sein wird, dann führt man ein Gespräch mit den Angehörigen und stellt die Frage, Moment, ist denn irgendwie klar, wie der oder diejenige zur Organspende gestanden hat? Ist das kommuniziert worden? Und auch im Zweifel, wenn das nicht kommuniziert wurde, was wäre denn im Sinne des Patienten? Mhm. Und dann dürfen eben auch die Angehörigen in einer gewissen Rangfolge quasi sich äußern und eben im Zweifel auch entscheiden. Und dürfen ist hier zwar freundlich formuliert, weil wenn es darauf ankommt und das nicht kommuniziert wurde, dann müssen die Angehörigen auch eine Entscheidung treffen. Und das ist natürlich in so einer Situation immer besonders belastend. Aber zurück zu der Frage, wann kommt man als Spender in Frage? Also wenn eine entsprechende Hirnverletzung vorliegt, die kann primärer oder sekundärer Ursache sein. Das bedeutet, das kann irgendwie initial ein Schlaganfall gewesen sein, eine Hirnblutung oder irgendwie ein ischämisches Geschehen. Das kann aber auch tatsächlich eine sekundäre Ursache haben, sowas wie jemand hat einen Herzinfarkt, das Herz bleibt stehen, das Hirn wird nicht mehr mit ausreichend Sauerstoff versorgt, dann wird der nach 10 oder 15 Minuten gefunden, dann wird reanimiert, dann kommt ein Kreislauf wieder zustande.
Aber in der Zwischenzeit ist das Hirn einfach mit so wenig Sauerstoff versorgt worden, dass es anschließend zu einem sogenannten hypoxischen Hirnschaden gekommen ist. Also ist das aber nochmal zur Verständnisfrage, auch wenn ich die Antwort darauf schon so halb kenne, ist es denn jetzt dieser klassisch formulierte Hirntod oder ist es das, was du eben genannt hast, Verlust ist eben anders formuliert, dieser irreversible Ausfall von, ich habe mir die drei Begriffe nicht genau gemerkt. Im Prinzip ist das synonym zu verwenden. Also ich sage das jetzt, ja. Ich sag das bewusst so, weil ich da gleich auch nochmal drauf eingehe, weil ich die auch nochmal nennen werde, die drei Begriffe. Das ist insofern synonym zu verwenden, als dass ja im Volksmund dieser Begriff Hirntod einfach sehr geläufig ist. Aber der Volksmund spricht ja auch nicht von einem Kreislauftod oder so. Also in medizinischen Bereichen hört man schon eher mal Herz-Kreislauf-Stillstand oder sowas. Aber grundsätzlich muss man halt sagen, worum geht es? Es geht um Tod. Also Tod ist Tod, egal ob Herz-Kreislauf-Tod oder Hirntod. Und um eben dem Rechnung zu tragen und das auch einzugliedern und zu sagen, okay, Moment mal, wir haben hier nicht unterschiedliche Sorten von Tod, sondern einfach tatsächlich einen Verlust des Lebens, ist in der Richtlinie der Bundesärztekammer eben nochmal besonders darauf hingewiesen worden, dass der Begriff Hirntod an sich quasi nicht mehr zu verwenden ist, sondern dass man von einem irreversiblen, das ist das wichtige Stichwort, einem irreversiblen Hirnfunktionsausfall spricht, von allen drei Anteilen des Gehirns, also dem Großhirn, dem Hirnstamm und dem Kleinhirn. Und das ist deswegen so besonders nochmal aufgeteilt, diese drei Bereiche, weil es auch da dann unter dem Aspekt der Diagnostik zum irreversiblen Hirnfunktionsausfall gesicherte unterschiedliche Verfahren gibt, die zum Einsatz kommen, je nachdem, wo der Ort der Hirnschädigung ist. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel eine Basilaristhrombose hat, also von einem der hirnzuführenden Gefäße, dann wissen wir, die liegt ungefähr auf Höhe des Hirnstamms. Das heißt, der Bereich wurde nicht mehr mit Sauerstoff versorgt. Wir können aber davon noch nicht sagen, ob der Bereich darüber auch nicht mehr versorgt wird oder nicht mehr ausreichend versorgt wird. Das heißt, wenn man sozusagen eine sogenannte infratentorielle Schädigung hat, also unterhalb des Zeltes quasi, was aufgespannt ist, Hirnhäuten, wenn die Schädigung darunter liegt, dann muss man zwangsläufig ein Verfahren anwenden zur Diagnostik, was auch die oberen Bereiche mit abdeckt. Da würde zum Beispiel ein EEG in Frage kommen, wo man die Hirnströme von den beiden Großhirnhemisphären ableiten kann. Ich stelle mal eine Frage dazwischen. Also erstmal vielleicht auch so eine Frage der Relevanz. Wie häufig, also kommt es denn überhaupt vor, dass tatsächlich, was weiß ich, der Hirnstamm zwar noch mit Blut versorgt wurde, aber die, ich sage das mal naiv, die für mich relevanten Teile, die mich als Mensch ausmachen, quasi nicht mehr durchblutet wurden. Also erstmal, kommt das überhaupt vor in sowas und wie häufig ist denn so ein Konfliktfall, wo man sagt, okay, der Mensch als Persönlichkeit existiert vielleicht nicht mehr, aber die vegetativen Funktionen sind alle noch da? Ja, auch hier greift die Richtlinie wieder auf. Also ich verstehe die Frage, du differenzierst gerade zwischen isolierter Hirnstammfunktion erhalten, aber Großhirnverlust. Oder Großhirn erhalten, aber Hirnstammverlust. Und diese beiden Möglichkeiten gibt es ja quasi in der Theorie. Und hier greift eben die Diagnostik, die man durchführt, weil man alle Bereiche prüft. Man prüft die Funktion der Großhirnrinde, man prüft die Funktion des Hirnstamms und die Funktion des Kleinhirns. Jetzt muss man ein bisschen in die Neuroanatomie einsteigen, um eben zu verstehen, okay, im Hirnstamm befinden sich alle unsere Reflexe. Da befindet sich das Atemzentrum, da befinden sich die Funktionen der Muskelbewegung vom Gesicht, von den Augen. Da befindet sich der Würgereflex, der Schluckreflex und so weiter. Das heißt, da gibt es eine ganze Reihe von neurologischen Testungen, die man durchführen kann, um zu gucken, ob der Hirnstamm noch funktional ist oder nicht. Und darüber die Großhirnfunktion, da wo unser Bewusstsein liegt, wo Motorik geplant und initiiert wird, wo Wahrnehmung stattfindet, alles das wird ja auch nur durch den Hirnstamm versorgt. Also jede motorische Bewegung, die ich ausführen möchte, die jetzt oberhalb, also quasi unterhalb der Hirnnervenkerne liegt, unterhalb des Gesichtes, die muss ja durch den Hirnstamm ausgeführt werden. Also damit ich meine Hand bewegen kann, damit ich irgendwie was sagen kann, damit ich fühle, ob jemand mich am Bein anfasst oder so. Also für alles das wird auch der Hirnstamm gebraucht. Und eben dieser isolierte Schreck nach dem Motto, irgendwie, ich liege da, aber niemand nimmt wahr, dass ich wach bin und so weiter und dann werden meine Organe gespendet, alles sowas, das kommt eben de facto nicht zustande, weil man in der Diagnostik, in dieser in der Überprüfung aller Hirnfunktionen muss man eben alle Bereiche mit abdecken. Also ich kann ein EEG machen, um die Hirnströme abzuleiten, um zu gucken, gibt es noch Hinweise darauf, dass da im Großhirn noch Funktion herrscht. Ich muss in jedem Fall den Hirnstamm überprüfen. Ich muss einen Apnoe-Test machen.
wenn mein EEG aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, sagen wir, das ist jemand, der hatte irgendwie eine schwere Hirnblutung, da ist ein Teil von der Schädeldecke entfernt worden, um der Schwellung Raum zu geben, dann ist die Schwellung zurückgegangen oder wie auch immer, aber ich habe einfach ich kann nicht alle Orte nutzen, die ich brauche, um meine EEG-Elektroden zu kleben, dann habe ich unterschiedliche Möglichkeiten. Ich kann eine Ultraschalluntersuchung machen von den Gefäßen, ich kann also gucken, ist überhaupt noch Blutfluss in Richtung Gehirn gegeben? Mhm. Wann wäre das nicht der Fall? Das wäre zum Beispiel dann, wenn wir jetzt so eine starke Hirnschwellung haben, dass da überhaupt räumlich gar kein Platz mehr ist, weil der Druck so erhöht ist, dass das Blut gar nicht mehr bis ins Gehirn kommt. Und dann sind es logische Schlussfolgerungen zu sagen, da wo kein Blut, da kein Sauerstoff, da keine Funktion, da kein Leben. Mhm. Ich kann Ich dachte, wir rutschen hier so voll in die Neurofolge ab. Ja. Aber es ist ein total spannender Diskurs, die Sache ist, aber wir müssen es ja ein bisschen kürzer. Ich dachte, wir kommen vielleicht mal zügig dazu, das irgendwie abzuschließen. Ja, ist ja gut. Das war nur meine Anmerkung. Also diesen kurzen Punkt der ersten Frage. Ich würde aber sagen, steig in die zweite Frage ein, Pascal, und tu so, als ob das abgeschlossen wäre. Ja, tu mal so. Guck mal, ob irgendjemand das auffällt von unseren Hörern. Möchtest du noch was zur ersten Frage sozusagen ergänzen oder abschließend ergänzen? Ich glaube, was man dazu gut sagen kann, ist einfach, dass der Gedanke häufig in der Bevölkerung noch vorherrscht, sowas wie Motorradfahrer werden Organspender oder so, weil die häufig in Unfällen verwickelt sind und so weiter. Und da aber man total fehlgeleitet wird, weil die Menschen, die in zum Beispiel einen schweren Verkehrsunfall verwickelt sind oder so ein schweres Polytrauma erlitten haben, also vielfache Frakturen, vielfache Verletzungen an unterschiedlichen Körperregionen, das sind häufig die Personen, die in der Regel, wenn sie denn versterben, in einem Herz-Kreislauf-Versagen versterben und nicht an einer isolierten Hirnschädigung. Hm. Und die kommen für eine Organspende nicht in Frage, weil, was ist das Allerwichtigste für die Organspende? Wir brauchen eine erhaltene Kreislauffunktion, denn die Organe müssen bis zur allerletzten möglichen Sekunde noch mit Blut und Sauerstoff versorgt werden und mit Nährstoffen. Das heißt, jemand, also tatsächlich von allen Verstorbenen oder Versterbenden im Krankenhaus kommt nur ein sehr, sehr geringer Prozentsatz zur Organspende in Frage, weil die initiale, allerwichtigste Voraussetzung aus klinischer, medizinischer Sicht, jetzt mal vor aller Zustimmung und so weiter, die initiale Voraussetzung ist, dass ein Ausfall aller Hirnfunktionen besteht und bei einer erhaltenen Kreislauffunktion. Versuchen wir mal den Schritt zur zweiten Frage hinzukriegen. Also die Person ist jetzt verstorben, üblicherweise, also so diagnostiziert, wie du das auch beschrieben hast, sozusagen der Tod ist festgestellt worden. Aber üblicherweise ist ja dieser potenzielle Spender selten im gleichen Krankenhaus wie der Organempfänger. Wie würde das denn tatsächlich ablaufen? Was geschieht denn zwischen Tod und Spende mit dem Körper und den Organen? Genau, relativ praktische Frage, auch relativ pragmatische Antwort. Wenn jemand so schwer erkrankt ist oder dann auch an seiner Erkrankung verstorben ist, dann befindet er sich ja meistens A, in einem Krankenhaus und B, auf einer Intensivstation. Mhm. Das sind die Grundvoraussetzungen dafür, dass es irgendwie zur Organspende kommen kann. Weil nach Ausfall der Hirnfunktionen natürlich auch einige der Kreislauffunktionen von extern übernommen werden müssen. Manche von den Patienten brauchen irgendwie kreislaufunterstützende Maßnahmen und so weiter. Das heißt, wir sind in einem Krankenhaus, wir sind auf einer Intensivstation in unserem Setting. Jetzt gebe ich mal ein kleines praktisches Beispiel aus dem Bundesland Nordrhein-Westfalen. Hier gibt es über 330 verschiedene Krankenhäuser, wo grundsätzlich ein Patient mit einer zu einem Hirntod führenden Erkrankung aufgenommen werden kann. Mhm. Also von hinter Tschupfingen über Pusemuckel im Prinzip. Also von Düren bis Münster bis Bielefeld bis Sauerland, überall hin ist das möglich. Jetzt gibt es aber andere Kliniken, das sind meist Unikliniken, Zentren, wo Organtransplantationen stattfinden. Also nicht die Spende, sondern die Implantation von den gespendeten Organen bei den Empfängern. Mhm. Und jetzt muss natürlich zwischen diesem Empfängerzentrum und dem Spenderzentrum ein Transport möglich gemacht werden. Zu dem Zeitpunkt, wo die Organspende stattfindet oder wo daran gearbeitet wird, dass aus diesem Fall jetzt eine Spende werden kann, ist noch nicht klar, wo die Organe akzeptiert wurden oder werden. Also die Frage, wir haben jetzt hier einen Patienten, der spendet Herz, Lunge, Leber, Nieren, Bauchspeicheldrüse. Mhm. Welche Empfänger kriegen denn die Organe? Und wenn ja, wo sind die? Und wie kommen wir dahin, wo die sind? Und da gibt es ein ganz ausgetüfteltes Logistik- und Transportsystem quasi, das zum Tragen kommt.
Und da muss man aber, um das im Detail zu besprechen oder irgendwie näher ein bisschen zu besprechen, muss man eigentlich auf den Rahmen eingehen, in dem wir hier in Deutschland Organspende machen. Also spielen wir nur mit uns oder spielen wir mit ein paar Nachbarländern auch zusammen? Mhm. Und da ist eben so, dass es diesen Eurotransplant-Rahmen gibt. Mhm. Das ist ein Zusammenschluss von mehreren Ländern in Europa, die gesagt haben, okay, wir setzen uns alle zusammen unter einem Dach und machen Organspende gemeinsam. Dazu gehören Deutschland, die Niederlande, Belgien, Luxemburg, Österreich, Slowenien, Kroatien und Ungarn. Interessante Kombination von Ländern. Ja, und wie ist das jetzt, wenn der Spender so ein Organ, also zum Beispiel in Ungarn ist und der potenzielle Empfänger oder Empfängerin hier in Deutschland, also wie läuft das ab? Wer holt das Organ? Weil irgendwie muss das ja transportiert werden und kommt es nach Deutschland? Ja, also Stichwort Organvermittlung und so weiter, das können wir auch noch irgendwie an einem anderen Punkt besprechen. Also wir haben jetzt gesagt, irgendwie ist vermittelt worden, dass von diesem Spender aus Ungarn dieses Organ, sagen wir mal die Leber, nach Deutschland vermittelt wurde. Und zwar im Transplantationszentrum nach Aachen. Aber wie hat das denn mit der Vermittlung funktioniert? Vielleicht willst du das jetzt zuerst erzählen, das kommt ja formal davor. Okay, genau. Grundsätzlich ist es so, dass in diesem Krankenhaus in Ungarn, wo die Spende stattfindet, alle Daten gesammelt werden, alle medizinischen Daten, die man braucht zu dem Zeitpunkt. Und dieses Datenpaket, was gesammelt wurde, wird dann an die Eurotransplant-Vermittlungsstelle geschickt. Die nennt sich auch tatsächlich Eurotransplant-ET und die sitzen in Leiden in den Niederlanden. Die erhalten dann alle diese Informationen und die haben eben auch Zugriff auf diese sogenannte Warteliste. Wobei Warteliste ein relativ starrer Begriff ist, den man so gar nicht sagen kann, denn so individuell wie jeder Mensch ist, so individuell sind auch seine Erkrankungen und so individuell ist auch jeder Spender. Das heißt, je nachdem, in was für einem Zustand die Organe des Spenders sind, ordnet sich diese Liste immer neu, wer dann für den der potenziell beste Empfänger ist oder eben andersrum aus der anderen Perspektive, welcher Empfänger jetzt am potenziell besten von dem zu spendenden Organ profitieren kann. Und da gibt es zwei Aspekte. Man muss so krank sein, dass man dieses Organ unbedingt braucht. Aber auf der anderen Seite darf man natürlich auch nicht zu krank sein, dass man für die Transplantation nicht mehr in Frage kommen könnte. Und das ist ein sehr kritisches Zeitfenster. Jedenfalls kümmert sich Eurotransplant um die Vermittlung. Und das ist eben insofern ganz wichtig, als dass man sagt, hier in Deutschland ist die Deutsche Stiftung Organtransplantation für die Koordination und Durchführung der Organspende zuständig. Die Vermittlung, welches Organ wohin geht, ist ausgelagert zu Eurotransplant. Und die Transplantation ist ausgelagert in die jeweiligen Transplantationszentren, die ich eben schon mal angesprochen hatte. Das heißt, wir haben hier drei Spieler. Das ist so ein bisschen die Gewaltenteilung, ne? Also, dass man sagt, derjenige, der da entscheiden darf, was gespendet wird, ist nicht gleichzeitig derjenige, der entscheiden darf, wer das eigentlich brauchen könnte. Und ist auch nicht derjenige, der entscheidet, dass er das dann transplantieren wird. Und das sind 100% der gespendeten Organe gehen über dieses Verfahren? Oder spielt auch sowas eine Rolle? Also ich bin jetzt so von amerikanischen Soaps natürlich vorgeprägt, ne, wo quasi der Mensch, der auf das Organ wartet, die Information bekommt, dass zwei Zimmer weiter quasi jemand im Sterben einer liegt liegen und, würde sowas, der und so weiter. Was ja auch, also sagen wir so, was in gewisser Weise, also jetzt nicht so dramatisch, aber in gewisser Weise hat es natürlich auch einen Vorteil, wenn der Empfänger tatsächlich nicht zwei Länder weiter, sondern im Nebenraum ist, allein was die Zeit oder die Strecke sozusagen betrifft. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob das auch eine Rolle spielt. Also, ob das also grundsätzlich ist es so, 100% der vermittelten Organe werden also der gespendeten Organe, die zu einem Empfänger kommen, werden durch die Vermittlungsstelle Eurotransplant vermittelt. Und es ist natürlich so, dass die bestimmte Faktoren berücksichtigen müssen. Also allen voran mal sowas wie, dass es passen muss, also dass auch die Blutgruppe übereinstimmen muss, dass die mikrohistopathologischen Übereinstimmungen, also immunologischen Übereinstimmungen auch passen müssen und so weiter. Also ganz, ganz viele Faktoren, die irgendwie erstmal geklärt werden müssen, damit man sagen kann, okay, für diesen Empfänger kommt tatsächlich dieses Organ in Frage. Deswegen gibt es so, ich sag mal, kurze Dienstwege gibt es bei uns nicht. Was ja auch Sinn macht. Also wenn man die Skandale alle im Hinterkopf ja auch noch hat, dann ist ja so eine Struktur begrüßenswert. Ja, also auch das, was ja auch bei den Skandalen immer im Volksmund befürchtet wird, ist, oh Gott, meine Organe werden mir entnommen, bevor ich eigentlich tot bin. Das ist ja tatsächlich bei allen Skandalen, die wir so jetzt in der Presse verfolgt haben in Deutschland, ist auch das gar nicht passiert, sondern was passiert ist, ist, dass ein Patient, der dringend ein Organ braucht, also ein Empfänger, der dringend auf ein Organ wartet,
kränker gemacht wurde, als er eigentlich war und damit auf der Liste höher gerutscht ist und quasi eher bevorzugt wurde als jemand, der es vielleicht vergleichsweise eher verdient hätte. Ja. Das heißt, diese Sorge, ich will gar nicht mehr Organe spenden, weil, oder ich habe Angst, wenn ich ja sage, ich würde Organe spenden, dass man sich gar nicht bis zur letzten Sekunde um mich kümmert und versucht, irgendwie mich am Leben zu erhalten, die ist durch diese Organspendeskandale irgendwie überhaupt nicht berechtigt. Also wenn man diese Sorge hat, dann ist das was, was man mit sich und anderen Menschen ausdiskutieren muss, aber ist jetzt nichts, was man pauschal sagen kann. Ja. Hier ist beim System was schiefgelaufen. Ja. Aber zurück zur Frage, es ging um den Transport. Es ging um die Frage, wie unsere Leber aus Ungarn in unser Zentrum nach Aachen kommt. Richtig. Jetzt kommt die DSO ins Spiel, Deutsche Stiftung Organtransplantation. Das ist eben die Organisation in Deutschland, die für die Koordination und für die Logistik zuständig ist. Und so gibt es auch in allen Eurotransplant-Ländern eben Organisationen, die sich darum kümmern. Das heißt, bei jeder Organspende, die durchgeführt wird, ist auch immer ein, wir nennen die Koordinatoren, also ein Koordinator vor Ort, der das Ganze irgendwie durchführt. Weil man ja jetzt nicht davon ausgehen kann, dass in jedem Wald- und Wiesenkrankenhaus die Ärzte wissen, was jetzt alles gebraucht wird und mit wem kommuniziert werden muss. So, genau. Und das heißt, der Koordinator aus Ungarn meldet alle diese Daten an Eurotransplant, dann ist diese Leber nach Aachen vermittelt worden. Dann ist in dem Zeitpunkt oder in der Zwischenzeit ist es auch schon gegebenenfalls zu einem Kontakt zwischen Ungarn und Aachen gekommen, zum Beispiel wenn Aachen noch Rückfragen hat und irgendwelche weiteren medizinischen Befunde braucht. Und dann melden die sich bei uns. Also entweder Eurotransplant gibt uns Bescheid, da ist eine Spende in Ungarn und ihr sollt das Organ bekommen, oder Aachen, die ja darüber informiert wurden, dass da ein Organ kommt, melden sich und sagen, okay, hör zu, wir haben hier ein Organ akzeptiert, das soll dann und dann soll da die OP beginnen. Wir bitten darum, dass das zu uns geschickt wird. Und wenn ich sage, die melden sich bei uns, dann bedeutet das, die melden sich bei der DSO, das ist da, wo ich arbeite. Und deswegen formuliere ich das gerade so ein bisschen aus dieser Perspektive, weil ich eben oft genug diese Anrufe kriege. Ja. Assistenzarzt in Wien, nachts so und so, ist ein bisschen aufgeregt, sagt, oh, ich habe hier ein Organangebot, ich habe das noch nie gemacht, was müssen wir jetzt machen? Und dann setzt sich die DSO mit dem Koordinator in Ungarn in Verbindung und klärt, zu welchem Zeitpunkt diese Leber realistischerweise an welchem Flughafen sein könnte. Weil bei Distanzen von, ich sag mal, größer 500 bis 700 Kilometern ein bodengebundener Transport rein zeitlich nicht mehr möglich ist, da wir nur, das habt ihr vorhin auch schon einmal angesprochen, ein begrenztes Zeitfenster zur Verfügung haben, in dem dieses Organ ohne frische Blut- und Sauerstoffzufuhr überleben kann. Ja. Das ist die sogenannte Ischämiezeit, also die Zeit ohne adäquate Sauerstoffversorgung. Und je länger die andauert, desto schlechter geht es natürlich dem Organ. Das muss man auch berücksichtigen. Und auch das wird in der Vermittlung bei Eurotransplant berücksichtigt. Selbst wenn es zum Beispiel irgendwie am anderen Ende des Eurotransplant-Raumes jemanden gäbe, der für ein kritisches Organ besser geeignet wäre oder das dringender bräuchte als jemand, der näher dran ist, dann muss man schon sagen, ist ja schön und gut, aber ich habe einfach keine Zeit, ich kann es mir nicht leisten, einen Herztransport irgendwie 6 bis 8 Stunden dauern zu lassen, sondern ich muss hier die kritischen 4 Stunden einhalten und deswegen kommt das rein geografisch in Frage. Okay. Naja, dann wird die Leber geflogen von Ungarn nach Aachen oder Köln, also da, dann der nächste Flughafen. Also der Chirurg baut das quasi aus in Ungarn, der da im Krankenhaus ist. Ruft dich dann verzweifelt an, ich habe hier ein Herz in der Hand oder so? Nein, nein. Bei den abdominalen Organen, also Leber, Niere, Bauchspeicheldrüse und in geringen Fällen auch Dünndarm, ist es so, dass normalerweise die Chirurgen, die da vertraglich für eingestellt sind, das in dem Spenderkrankenhaus vor Ort entnehmen. Bei den thorakalen Organen, Herz und Lunge, verhält es sich anders, weil da kritische Entscheidungen nochmal getroffen werden müssen, die dazu führen, dass in der Regel die Operateure, die das Organ auch wieder implantieren werden, selber rausfliegen, um das Spenderorgan anzugucken und zu sagen, kommt das für uns in Frage oder nicht. Wow. Also wir waren jetzt bei dem ungarischen Chirurgen, der unsere Leber ausgebaut hat und der ruft mich gar nicht an, sondern mich ruft der Koordinator aus Ungarn an und sagt, so, also, wir haben jetzt mitgemacht nachts um 3, wir haben Perfusion gemacht um 4 und die Leber kann realistischerweise um 7 Uhr oder 6.30 Uhr den OP verlassen. Wir sind hier in der Nähe von Budapest Flughafen und wir können um 7.30 Uhr abflugbereit sein. Und dann entscheidet man eben, holen wir die Leber ab mit einer Chartermaschine oder schicken die uns die mit einer Chartermaschine.
Und dann kommt es auch immer so ein bisschen drauf an. Manchmal kann es sein, dass Aachen die Leber akzeptiert hat und Hamburg die Niere. Und die Niere würde normalerweise mit einem Linienflug fliegen, da die Niere eine sehr lange Ischämietoleranz hat und bis zu 20 Stunden oder auch mal länger überleben kann ohne Sauerstoffversorgung. Das ist dann so ein Typ mit so einem roten Koffer auf dem Schoß oder was? Die Niere fliegt Linie, auch dein Economy. Die Niere fliegt Linie? Oder Business Class. Genau. Die Niere fliegt Linie so, und wird aber natürlich... Wir sollten natürlich die Folge so nennen. Die wird natürlich entsprechend verpackt und verschickt. Und jetzt kann es aber natürlich sein, dass irgendwie wir diesen Charterflug dahin geschickt haben und der in Budapest am Flughafen wartet. Und die Zeit ist erlaubt, dass wir sagen, guck mal, wir nehmen die Hamburger Niere mit. Die fliegt dann einmal über Aachen und dann schicken wir die nach Hamburg weiter. Aber das ist immer noch schneller, als wenn die irgendwie bis zum ersten Flug aus Budapest warten muss und dann in München umsteigen, um nach Hamburg zu fliegen. Mhm. Okay. Also ganz cool, profane logistische Fragen. Mhm. So, jetzt ist die Leber eingetroffen in wo? In Köln am Flughafen. Und die ist mit dem Charterflug gekommen und die Piloten informieren uns, wann sie wo losgeflogen sind und wann sie potenziell landen. Und dann haben wir designierte Transportunternehmen, die Organe dann abholen, die von uns instruiert sind, wo was abzuholen ist, zu welcher Uhrzeit und die von uns auch mit Kennzeichen und Personaldaten und so weiter an der entsprechenden Stelle angemeldet wurden am Flughafen, damit eben auch das Sicherheitspersonal vom Flughafen und auch im Zweifel die Bundespolizei darüber informiert sind, dass da so ein Transport stattfindet und dass eben jemand kommt, um diese Organbox entgegenzunehmen. Und dann wird die auf dem schnellstmöglichen Wege in das Empfängerzentrum gebracht, also nach Aachen, und wird da dann an der entsprechenden Stelle abgegeben, was mit den jeweiligen Transplantationsteams verabredet ist. Entweder die bringen die direkt in den OP oder die bringen die irgendwie auf Station oder übergeben die direkt an den Chirurgen oder. Das ist von Transplantationszentrum zu Transplantationszentrum unterschiedlich. Und in der Zwischenzeit ist im geeigneten Fall der Empfänger vom Transplantationszentrum informiert worden, ist einbestellt worden, ist nochmal untersucht worden und so weiter und dann eben für die OP vorbereitet, dass zu dem Zeitpunkt, wo diese Leber dann eintrifft, gar nicht noch besonders viel Zeit verloren gehen muss im Empfängerzentrum, sondern die Transplantation direkt durchgeführt werden kann. Cool, endlich geschafft, sozusagen. Ich habe aber trotzdem noch etliche kleine Nachfragen. Ich weiß nicht, ob wir die Zeit noch haben. Also jetzt eine ganz banale, es sind ja, ich sehe das nicht auf der Liste, aber es sind ja doch eine ganze Menge Kosten, die da entstehen. Wie finanziert, also jetzt und dabei denke ich natürlich, jedes Gesundheitssystem der teilnehmenden Länder ist ja auch anders finanziert. Vielleicht sind nicht alle so finanzkräftig wie Deutschland. Spielt das eine Rolle, wer die Kosten übernimmt, oder ist es tatsächlich so, das Organ geht dahin, wo es gebraucht wird, in diesem Netzwerk und die Kosten teilt man sich als, keine Ahnung, als Eurotransplant? Genau, also das wird tatsächlich verrechnet, ob ich jetzt den Jetjar hinschicke oder ob die Ungarn mir ihr Flugzeug schicken oder. Mhm. Das wird im Endeffekt so dann hin und her verrechnet, dass es jetzt nicht eine finanzielle Entscheidung ist, wer dieses Organ angeboten bekommt. Was aber tatsächlich ein bisschen einen Unterschied zwischen den, ich sag mal, Ländern darstellt, ist die Tatsache, dass wenn wir jetzt schon uns entscheiden, mit allen zusammenzuspielen, dann kann ja auch ein gewisser Drift quasi entstehen. Also es kann ja sein, dass in Deutschland ganz viele Nieren gespendet werden und die ständig alle nur ins Ausland gehen. Und dass der deutsche potenzielle Nierenempfänger irgendwie nicht so richtig davon profitiert, dass jetzt die Zahl der Organspender in Deutschland wieder wahnsinnig steigt, weil irgendwie alle Nieren nach extern transportiert werden. Das ist ein Gerücht, das heißt, oder? Entschuldigung, die Zahlen steigen nicht. Das ist jetzt nur ein Das ist jetzt ein Szenario, was ich gerade gemacht habe. Was aber tatsächlich daran wahr ist, ist einfach die Sache, dass es ein Ungleichgewicht gibt zwischen sogenannten Geberländern und Nehmerländern. Ja. Das kannst du jetzt nicht generalisieren, sondern das unterscheiden sich auch die jeweiligen Organe, um die es da geht. Aber das muss man natürlich mit einrechnen, weil wenn man sagt, wir machen das hier zusammen, dann muss auch das irgendwo einen Ausgleich finden. Mhm. Und so ist es tatsächlich, dass wenn jetzt, und da ist das Szenario so, dass Belgien zu den Ländern gehört, die unglaublich viele Nieren ins Ausland transportieren, weil also in Belgien werden weniger Nieren an belgische Patienten transplantiert, als Nieren gespendet werden. Und Deutschland ist eher so ein Nehmerland. Also wir akzeptieren viele Nieren aus dem Ausland und spenden aber nicht vergleichsweise äquivalente Mengen an Nieren ins Ausland. Mhm. Und das wird eben insofern berücksichtigt, als wenn man jetzt alle anderen medizinischen Faktoren
wertet und zwei potenzielle Empfänger hat, die in allem gleichwertig sind, auch in der Histokompatibilität gleichwertig, in allem, was irgendwie nur so sein kann, medizinisch gleichwertig sind, dann würde der Faktor zum Tragen kommen, dass jemand aus einem Geberland eher das Organ bekommen würde als jemand aus dem Neberland. Ich weiß gar nicht, ob das ist jetzt, ist ja nicht, wahrscheinlich nicht dein Hauptthema, aber gibt es oder kann man eigentlich so ein Gefühl machen innerhalb dieses Netzwerks, dass da vielleicht auch eine Kritik an Deutschland entstehen könnte? Weil, also wenn ich jetzt überlege, ich glaube Belgien, Niederlande, Ungarn, das sind ja alles Länder mit Widerspruchslösungen im System. Deutschland ist ja auf weiter Flur ziemlich alleine mit diesem System. Sprich, wir haben ja auch weniger Organe anzubieten, deswegen gibt es ja auch so eine Diskrepanz, dass die sagen, hör mal zu, solange ihr diejenigen seid, die das primär sozusagen davon Nutznießer seid, dass bei uns deutlich mehr Organspende zur Verfügung sind, keine Ahnung, dass die da anders mit umgehen, dass er größere Lasten, finanzielle Lasten übernimmt etc. Ich verstehe den Ansatz, aber nach dem Motto, mit dir spiele ich nicht mehr, weil du mir irgendwie nichts bringst, so ist es ja tatsächlich nicht, weil sagen wir jetzt mal, in Belgien werden ganz viele Organe gespendet und die können gar nicht alle in Belgien transplantiert werden, was jetzt auch nur ein Szenario ist. Ja. Was passiert dann? Jetzt haben wir eine Organspende und jetzt will keiner die Organe haben. Guckt man im ganzen Eurotransplant-Raum, wer kann dieses Organ akzeptieren? Und wenn es eben keinen passenden Empfänger gibt, das kann schon mal sein, zum Beispiel bei ganz kleinen Kindern. Das kann sein bei komplizierten Blutgruppen, sowas wie AB-Blutgruppe oder so, dass es dafür nicht so viele Empfänger gibt. Dann wird das Organ in der weiteren Umgebung angeboten. Also die Eurotransplant-Länder hatte ich ja eben schon genannt. Es gibt aber auch, gab genügend Situationen schon, wo uns, also einem Land, was im Eurotransplant-Rahmen grundsätzlich ist, ein Organ aus einem Nicht-Eurotransplant-Land angeboten wurde, zum Beispiel Griechenland oder Norwegen oder Schweden oder auch Schweiz, weil die keinen passenden Empfänger für dieses Organ in ihrem Land gefunden haben. Okay, also da gibt es auch über Eurotransplant hinaus tatsächlich auch Anknüpfungspunkte. Okay, genau. Ja, gibt es denn aber andere Netzwerke oder sind das dann also sozusagen außerhalb von Eurotransplant, weil du vorhin Schweiz erwähntest, sind das dann Einzelkämpfe, Einzelländer, die das selbst organisieren oder gibt es auch quasi das, keine Ahnung, Eurotransplant West? Ja, keine Ahnung. Ja. Also da bin ich nicht genügend darüber informiert. Ich weiß, dass Großbritannien eben ein sehr potentes Organspendesystem hat. Ich weiß allerdings nicht, wie weit das da über die Inseln verbreitet ist. Die Schweizer machen ihr Swiss Transplant und dann ich weiß nicht, ob die Skandinavier untereinander auch noch vernetzt sind. Aber es gibt so ein Beispielsystem irgendwie, wo dann irgendwie ein paar Beispiele dabei sind. Da gibt es schon noch so ein paar andere Organisationen. Spannend. Ich habe gerade mal nachgeguckt, es gibt Scandia Transplant, ja. Island, Norwegen, Finnland, Dänemark, Schweden, genau das hatte ich. Dann gibt es Bal Transplant, das hatte ich im Kopf, Estland, Lettland, Litauen und eben Eurotransplant und dann eben noch außereuropäisch natürlich noch anderes. Ja, ja, klar. Ja, schön. Wir können ja wahrscheinlich in tausend Details. War ein super interessantes Interview. Wahnsinn, ja. Ich könnte jetzt gleich noch weiter quatschen. Ja. Aber der Philipp hält jetzt mal. Ich halte dich mal. Ja, ja, ist ja gut. Wir danken dir von ganzem Herzen für deine Zeit an diesem furchtbar heißen Tag und hoffen, dass du irgendwie den Rest des Tages irgendwo in einem kalten Gewässer oder kalten Raum verbringen kannst, wo es irgendwie halbwegs angenehm ist. Ich werde jetzt gleich hier auch transpiriert dieses Arztzimmer verlassen. Mach mal. Ja, also vielen Dank grundsätzlich. Ne, das war jetzt das allerkleinste Beispiel. Wir haben nur eine Leber von Ungarn nach Aachen geflogen. Wir haben noch kein Herz transplantiert, wir haben keine Leber irgendwo hingeschickt, wir haben keine Multiorganspende gemacht. Also da gibt es überall noch organisatorisch und medizinisch Luft nach oben von Dingen, wo es manchmal echt brenzlig werden kann und wo der Job mir anfängt Spaß zu machen, weil man mit so vielen Leuten für einen und denselben Zweck zusammenarbeitet, dass es total egal ist, ob ich nachts um 3:30 die Vorfeldkontrolle im Sicherheitsbereich auf dem Flughafen in Brüssel anrufe, um zu sagen, da kommt ein Ambulanzflug und ich brauche jemanden, der sich zuständig fühlt. Oder eben, ob man die Polizei in irgendeinem hinterletzten kleinen kroatischen Flughafen anruft, um zu fragen, ob sie den Chirurgen mit einer deutschen Aufenthaltsgenehmigung, der aber eigentlich Kroate ist, auf dem Rückweg auch wieder ausreisen lassen dürfen, weil sonst müssen sie jemand anderen vom Herzteam schicken. Also, so ein VIP-Reisebüro. Es gibt noch ganz, ganz viel, was da hintersteckt, sodass man das jetzt gar nicht so generalisieren kann. Aber
war mein kleiner Einblick. Das heißt, du bist aber auch 24 Stunden erreichbar, ne? Also wenn ich das richtig verstehe, weil das die ist ja... Die Hotline ist 24 Stunden geschaltet. Okay. Ich sitze nicht 24 Stunden da, also nicht immer, kommt schon mal vor. Aber genau, die ist Tag und Nacht geschaltet und man kann sich melden. Gut, herzlichen Dank. Also, wenn ihr Fragen habt, ruft an, auch unter der Hotline. Und ansonsten, für alles andere, muss ich noch das Infotelefon Organspende erwähnen. Mhm. Das, ja, unbedingt. Wo man eben auch so generelle Fragen beantwortet kriegt, das ist von der DSO geschaltet. Das ist auch eine 0800er Rufnummer. Und sonst, wenn man noch irgendwelche weiteren Zahlen haben will, über das hinaus, was man sowohl bei Eurotransplant auf der Internetseite findet, die ihre Statistiken auch sehr öffentlich machen, als auch bei der DSO, dann gibt es eben noch die Abteilung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von der DSO, die einem auch noch ziemlich viel Informationen liefern kann. Super. Herzlichen Dank. Packen wir alles in die Show-Notes. Alles klar. Ja, mach's gut. Schönen Abend. Bis dann. Bis bald. Ja. Tschüss. Ciao. Ja, spannendes Gespräch. Ich habe viel daraus gelernt und die Komplexität augenscheinlich völlig unterschätzt vorher, muss ich sagen, was da abgeht. Insofern danke da nochmal an unseren Gesprächsgast. Dann wären wir auch mit unserer Sommerloch- und hitzebedingten Kurzepisode durch. Ich will nicht versprechen, wann wir das nächste Mal genau erscheinen. Wir versuchen, das in 2 Wochen zu erledigen. Dann wäre die Aufnahme irgendwann in Schottland bei mir zumindest. Aber irgendwie kriegen wir das schon organisiert, den zweiten Teil auch unserer Organspende da reinzumachen. Und dann drücken wir uns mal die Daumen, dass wir im September, trotz deines Urlaubs, Pascal, dann wieder halbwegs regelmäßig erscheinen. Genau. Dann macht euch einen guten Sommer. Und bleibt gesund. Macht gesund.